ein komplett neues Format. Das Duell um 7000 Euro. Unsere Find the Pro-Teilnehmer treten in einzelnen Duellen gegeneinander an. Bei jedem Duell können sie sich einen Dragon Ball sichern. Dieser hat einen Wert von 1000 Euro. Erst wenn es einem Teilnehmer gelingt, sich alle 7 Dragon Balls zu erspielen, löst er das Ticket für die 7000 Euro ein. Es gibt insgesamt 4 Challenges. Bei einem 2:2 der Challenges geht's ins Elfmeterschießen. So, Freunde, neues YouTube-Video. Heute ein komplett neues Format, das Duell. Ihr habt schon einen kleinen Abspann gesehen. Einmal war das ja Losern gegen Abdul. Heute ist es aber ein richtiges Format und es geht auch um richtig was. Es geht nämlich um 7000 Euro. Dafür habe ich 7 Dragon Balls. Der ein oder andere erinnert sich jetzt vielleicht an seine Kindheit so ein bisschen zurück. Heute haben wir uns natürlich auch ein spannendes Duell einfallen lassen. Hinter mir seht ihr es schon. Einmal der Maskenmann und der Maskenmann. Nein, der Maskenmann hinter mir ist, kannst die Maske gerne jetzt abnehmen, ist der Losern mit dem Berater unseres Vertrauens, mit Kevin. Kevin wird natürlich logischerweise heute nicht antreten, sondern wird mir zur Seite stehen, um die Jungs zu bewerten. Das Duell wird sein Jürgen gegen Losern, der wirkliche Maskenmann gegen Losern, wie gesagt. Da hinten ist eine Reaction-Box, da werden Kevin und ich reagieren zusammen darauf, was passiert. Es wird insgesamt 4 Disziplinen geben, also 4 Challenges. Wenn es am Ende 2:2 in den Challenges steht, geht es ins Elfmeterschießen, da kriegt jeder 3 Versuche. Und am Ende geht es einfach nur nackt darum, wie viele Treffer erzielt werden. Es geht also hier nicht darum, wer der bessere Fußballer ist, sondern wer häufiger das Tor trifft. Darum geht's. Und deshalb würde ich sagen, gehen wir direkt rein in Challenge Nummer 1. Challenge Nummer 1 ist die Freistoß-Challenge. Jeder kriegt 3 Versuche. Wer häufiger trifft, gewinnt Challenge Nummer 1. Was geht? Hier ist euer Losern Bosmas. Ich war in der Folge 19 mit dabei. Und heute kann man einen Dragon Ball gewinnen. Das heißt, pro Dragon Ball ist 1000 Euro. Am Ende, wenn man alle gewinnt, sind 7000 Euro. Also geht es heute auf jeden Fall um etwas. Und ich werde auf jeden Fall dieses Geld mit nach Hause mitnehmen, mit meinen Jungs Flaschen aufmachen. Sauna-Club, alles, ihr wisst Bescheid. Also mein Gegner, der ist gut, aber ist auch viel Ballon hier, weißt du? Ein bisschen links Testo. Und ja, gucken einfach. Ich werde auf jeden Fall Leute ein bisschen zeigen, wie man Fußball zockt. Auf jeden Fall, dieser Jürgen ist alles nur Luft, Testo, mehr nicht. Ich zeige ihn gleich. Dann wird er realisieren ab morgen. Tschüss, ruhig. Wahrheit liegt auf dem Platz, nicht so viel reden, du weißt. Einfach Fußball, Gas geben, Mann, zeigen, was du drauf hast. In den Challenges, alles die Maschine. Gut, mach ich. Wenn Berater redet, wir sind alle leise. So, hier ist der wahre Maskenmann. Das alles gerade war Show. Losern, ich habe Gewichte mitgebracht für dein Gewicht. Ich glaube, das passt. 1 Kilo. Passt zu dir, ne? Aber die brauchen wir heute nicht. Heute spielen wir Fußball. Heute wird der bessere Gewinn und das bin ich. Ja, ich glaube, das wird ein spannendes Duell. Jürgen, sehr, sehr körperlich starker Spieler. Losern, glaube ich, im 1 gegen 1 ist er schon ja, vielleicht nicht stärker, aber da hat er seine Stärken persönlich. Es wird spannend, aber ich glaube, am Ende wird Jürgen das Duell machen. Ich persönlich glaube einfach, dass Jürgen das Duell gewinnen wird. Um ganz ehrlich zu sein, er ist körperlich überlegen. Von der Schusskraft, von der Schussgenauigkeit, glaube ich, auch überlegen. Aber Losern ist ein Überraschungstyp. Der hat immer wieder verrückte Sachen gemacht, die keiner so für möglich gehalten hat. Jetzt hat er auch so einen richtigen Härtetest zum ersten Mal. Bin extrem gespannt, wie das Ganze ausgeht. Im Fußball weiß man nie, was passiert. Und ja, es wurde schon viel gefeuert, viel geschossen. Ich freue mich jetzt einfach nur auf Fußball. So, Freistöße. Jürgen muss anfangen. 3 Versuche. Wer häufiger trifft, gewinnt. Einen macht er auf jeden Fall. Sagst du? Ja, aber der geht schon mal in die Mauer. Oh. Macht er mit Pfeffer? Torwart, bester Mann. Das ist abgesprochen vorher. Ist euer Ding eigentlich geklärt jetzt, so final? Ja, ist alles entspannt. Spätestens nachdem er sich auch dann in der Folge am Ende entschuldigt hat, war alles schon okay wieder. Jürgen, 2. Schuss. Ui, jo. Nein. Er kommt mehr über die Kraft, ne? Ja, eigentlich war der erste Versuch ganz gut mit Wucht, Torwart-Eck. Hätte er den jetzt einen Ticken platzierter gemacht, wäre das schon. Vor allem hat er ja vorher gesagt, Freischüsse oder die Schüsse gehören mir. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, der geht halt. Keiner rein, keiner drin. Losern, deine Chance jetzt. Eiskalt. Wenn du über die Mauer setzt, weißt du, was Sache ist. Dann klingelt's. Ja, nicht eine reingemacht. Ich sag hier alles Luft. Jetzt gucken, will nicht groß drehen. 1 Treffer reicht dir für Challenge Nummer 1. Das wäre schon mal die erste größere Überraschung. Ich glaube sogar ja. Gar nicht mal schlecht, ne? Okay.
Jürgen ist mehr über Torwartecke gegangen. Ja, ja, er versucht Kraft, über die Torwartecke, Mauer. Er will schon über die Mauer gehen. Er muss einen reinmachen. Der ist gut. Der ist Keeper! Gut so, gut so. Gut. Boah, ich hab den drin gesehen. Ah, danach gibt's Nachspiel. Er war gut, hey. Der letzte war nicht gut, aber der zweite... Boah, der war top. Bruder, ich sag dir ehrlich, ich hatte kurz Herzstillstand, ne? Losan, du hast Rückstich. Das ich heißt, hatte du kurz Herzstillstand. Wir gehen jetzt zu Sudden Death, das heißt, wir schießen so lange, bis einer trifft, Rückstich. Das heißt, Losan schießt als erstes. Wenn er trifft, du darfst nachstechen, nachziehen, genau. Drei Schüsse, ne? Noch einer. Jeder einer jetzt nicht trifft und nicht nächsten triffe, ist vorbei. Vorbei. Okay. Sudden Death. Okay. Ja, der ist konzentriert. Ja, der war okay. Aber die waren, der war auch nicht schlecht getreten. Du hast trainiert? Nein, erste Folge, ich war nervös. Was macht Talha am Tor da? Die fliegt stark raus, er kriegt, ne, auf jeden Fall keinen Cent von mir weg. Ihn nimmst du nicht mit Flaschenköpfen? Keinen Cent, ich hab ihm gesagt. 1000 Euro, wenn er heute brav ist. Aber. Hast du gesagt? Ja. Hat er nicht drauf gehört. Was willst du mit dem Geld? Echt, willst du echt mit deinen Jungs in den Club gehen und saufen, ja, feiern? Ich sag, ja, also Familie auf jeden Fall erstmal und dann Club und dann ein paar Guzis. Guzis? Ja, heißt so bei uns, auf unsere Sprache so. Frauen halt Guzi. Hast du das schon mal, gehört? Boah, wir sind viel zu alt. Guzi? Ja, das ist eine ganz andere Generation. Wenn Jürgen jetzt trifft, ist Feierabend, ne? Jürgen, du darfst gerne. Das Atmen höre ich bis hierhin. Kraft, Torwart, der Kinder. Oh. Nochmal, ne? Rückstich, Jürgen. Oh, boah, was hat der für eine Schusskraft? Bei Jürgen sitzt gleich einer. Ich hab, wenn er so weit noch kommt. Wenn er, ja, wenn er noch so weit kommt. Wenn er so, Scheiße. Auch dieser Druck dahinter, ne? Gut temperiert eigentlich auch. Ich brauch diese Putter, ich muss diese gewinnen. Okay, jetzt losern. Nein. Das zählt halt nicht, ne? Nein. Nee. Ach Quatsch, nein. Das ist, als ob du im Stadion gegen einen Vogel schießt und der Ball fällt ins Tor. Jetzt bin ich gespannt. Losern legt jetzt vor. Der wird gefährlich. Ja. Sehr gefährlich. Ich mach das Ding jetzt zu. Jürgen macht das Ding jetzt zu, sagt er. Jürgen kann es jetzt beenden. Und Jürgen beendet es. Ich sag noch, Jürgen kann es beenden, Jürgen beendet es. Also mein zweiter Schuss war sehr gut. Hat der Torwart auch sehr gut gehalten. Jürgen, wir wissen alle, er kann schießen. Also hat es auch gut gemacht, hat auch verdient gewonnen. Deswegen, aber jetzt kommt eine andere Challenge. Gibt es noch drei weitere. Deswegen niemals aufgeben. Weiter geht's. Boah, also ich musste, glaube ich, erstmal reinkommen. Das ist ein bisschen komisch hier. Ist auch schwer. Sieht schwerer, als es aussieht. Aber Losan hat es auch sehr gut gemacht. Beim zweiten Schuss hatte ich kurz Herzstillstand. So, erste Challenge geht an Jürgen. Völlig verdient, würde ich sagen, oder? Ja, verdient. Wobei man schon sagen muss, es war knapper als gedacht. Also Losan hat einmal mit dem zweiten Schuss, glaube ich, für einen kurzen Herzrasen gesorgt. Deswegen haben wir am Anfang, glaube ich, das Ding klarer für Jürgen gesehen. Ja, 100%. Wurde am Ende echt nochmal spannend. Es gibt noch drei Challenges, wo Losan sich jetzt beweisen muss. Wir gehen jetzt in die nächste Challenge, das ist die Five-Shot-Challenge. Und Losan wird jetzt auch starten. Viel Spaß dabei. Losan, jetzt Five-Shot, jetzt musst du performen, mein Freund. Den Elfer macht er. Nicht. Der macht zwei Stück, sag ich. Den 1 gegen 1 und der mit rechts. Da ärgert er sich richtig, weil er wusste, den muss er machen. Der, ne, muss, ja. Elfmeters Pflicht eigentlich, ne? Ja, jetzt wenn du das Ding holen willst. Ganz normal, einfach locker. Kein 1 gegen 1. Okay, hat er gut gemacht. Macht aber gut. Er geht trotzdem ins 1 gegen 1. Das zeigt auch seinen Kopf so ein bisschen, ne? Wenn du den platziert in die Ecke bekommst, brauchst du gar nicht so viel Kraft. Nein. Okay. Wenn du dann nur mit einem Tor rausgehst, dann... Das ist schwer. Wenn du mit einem Tor hier rausgehst, ist schon halbe Miete für dich. Vielleicht macht er den jetzt. Total schwer. Boah, ist das unglücklich. Da beißt er sich in den Arsch. Ja. Schon kein Glück und dann kommt noch Pech dazu. Ja, das ist echt ekelhaft für ihn. Aber den kann er immer machen. Guter Touch. Guter, sehr guter Touch. Ah, wenn er den mit Innenseite reinmacht, ist er drin. Ah, du hast dich gefreut innerlich. So ehrlich? Ja, ein bisschen, ja, klar. Ja, natürlich. Hier geht's ja um was. Ja, natürlich. Wallah, ich sauer, ich sag ehrlich. Es geht um eine Menge Geld. Scheiße gewesen, ja. Ey, ich bin richtig wütend, der fickt richtig Kopf gerade. Den macht er aber auch gnadenlos mit Druck, ne? Ich muss dann. Elfer schießt er gut. Kennt er nichts. Lässt sich nicht aus der Ruhe bringen, macht jetzt das 1 gegen 1. Und den macht er? Reicht so, er muss gar nicht weiter. Reicht, Bro, du hast gewonnen. Mach, willst du zu Ende machen, oder? Ja, klar.
Lass ihn sein Ding zu Ende machen, wenn er will. Das Ding ist. Wie viele macht er noch? Was sagst du? Einen noch. Boah, das ist aber krank. Was ist aber aus der Entfernung mit seiner Kraft? Ui, auch nicht schlecht. 1 gegen 1 danach, ne, dir? Gleich. Ich auf diese Dings und du musst auf Tore schießen. Ich weiß. Nee, schlecht. Schlechter Kontakt. Was willst du dazu Schuss sagen? Esel, was ist der? Schuss in Pferd hat der. Ja. Also mit meiner eigenen Leistung bin ich relativ zufrieden. Ich glaube, die Schüsse waren alle top. Das ist meine Disziplin. Ich glaube, die Leute wissen das auch. Ja, Losan hatte auch ein paar gute Schüsse, aber ich habe das Ding am Endeffekt geholt. Ja, ganz klare Sache, die Five-Shot-Challenge zwischen Jürgen und Losan. Ganz klares Ding für Jürgen, der hat, glaube ich, gut abgeräumt. Losan ist sehr, sehr wütend auf sich selber. Ich glaube, dass er auch diese Wut mit ins 1 gegen 1 nehmen wird, in die nächste Challenge und dort eine Reaktion zeigen muss, weil wenn er das Duell verliert, war's das. So, Freunde, jetzt 1 gegen 1 Duell Jürgen Losan. Jeder kriegt 3 Offensiv- und 3 Defensivaktionen und Losan fängt jetzt erstmal an der Defensive an. Losan, wenn du ready bist, gerne. Hi Losan, nicht wie Richie und Abdul, ne? Nein. Raum. Der reicht. Schwer zu verteidigen auch. Was willst du da machen, ne? Wenn er zum Schuss kommt, dann ist der Ball drin. Ich glaube, so weit wird es gar nicht kommen. Ui, kein guter aber Touch. Trotzdem. Ja, jetzt. Oh. Quasi, ja, Ball ist weg. 1-0 noch immer. Wenn aber Jürgen das Ding macht, muss Losan quasi alle 3 Dinger machen, um die Challenge zu gewinnen, sonst ist das Ganze hier vorbei. Ja. Das ist ein Matchballspiel. Jetzt bin ich mal gespannt. Okay, Situation ist klar. Danke. Ein Tor, da kann er was machen, ne? Auf jeden Fall. Losan, du musst jetzt 2 Tore machen, ja, sonst ist vorbei. 1 zum Ausgleich, 2 zum Sieg, ja, in dieser Runde. Okay, gerne, Jürgen. Fall ist gut gespielt. Ja, mit schönem Druck. Ah, das meinte ich vor der Übung. Ist noch drin, macht er gut. Ist noch am Ball. Ja, Jürgen hat ganz klar körperliche Vorteile. Ja. Boah, guck mal, die packen sich auch an, jetzt geht's. Ja, da geht's ans Eingemachte, aber ja. Vorbei. Jetzt ist natürlich, auch ganz, ganz viel Druck da. Natürlich. Weil du weißt, du musst beide Aktionen treffen. Mit Tempo drauf, vorbei, direkt schießen. Gar nicht viel Schnickschnack, damit rechnet er nicht. Tempo. Das macht er nicht, er macht's nicht. Boah, macht er gut. Ausgleich, ganz wichtig. Losan, wenn du jetzt triffst, ist das sogar der Punkt für dich. Ansonsten geht es nochmal in die Stechen und in die weiteren Duelle. Die machen es auch spannend, ne? Da ist was zu holen. Nicht zu viel Schnickschnack. Tempo. Jetzt stellt er ihn anders. Ja, jetzt vorbei. Jetzt geht's in die körperliche. Jetzt vorbei. Und dann, ja, dann gewinnt Jürgen. Kein Foul. Das Ding ist, wenn er dann den Moment verpasst, so schießt, dann geht es ins Körperliche und dann ist Jürgen halt der Stärkere. Rückstich, das heißt, wir bleiben so in Position und danach tauscht ihr, ja? Jeder kriegt noch ein Offensivduell, bis einer trifft und der andere nicht trifft. Er will nicht mehr. Er kann nicht mehr. Er kann das nicht mehr. Nein, dafür fehlt ihm die Physik. Nein, da ist auch die falsche Seite. Boah, Walla Billa hat mich geschubst. Nein. Man sieht halt, ne, die körperlichen Nachteile, die er hat. Ne? So ein leichter Druck. Das ist ein Reihen, das reicht doch nicht für Foul. Für mich auf keinen Fall. Ne. Jetzt muss er halt gut verteidigen. Ne? Und Jürgen einfach im Jürgen, Tempo. Jürgen kann es jetzt beenden. Ja, aber das, ohne Tempo ist auch bei ihm nicht möglich. Jürgen kann das ganze Spiel beenden. Ne? Ja. Mit diesem Schuss jetzt. Ist aber spannend. Jetzt sagen wir ehrlich, extrem spannend. Okay, Losan, gerne. So unnötig hergeschenkt, aber. Warum? Aber diese Übersteiger, die bringen erstmal in dem nichts. Dribbel normal an, geh mit Tempo vorbei, schieß. Weißt du? Ich würde diese. Bei diesen, aber genau das ist das Problem, weil. Warum? Warum machst du das? Ja. Wenn du jetzt das Ding reinmachst, hast du das Ding zugemacht. Richtig. Also nicht nur die Challenge, du hast den ganzen Duell. Das ganze Duell-Event, ja. Du gewinnst den ersten Dragon Ball.
Ja, und gehst dann in Übersteigern so leicht hochnäsig. Für was? Fokussiert, das Ding über die Linie bringen, fertig. Aber das ist vielleicht auch diese, ich sage nicht mal Arroganz, aber Überheblichkeit zu sagen, ich gewinne das Ding sowieso, der kommt an mir nicht mehr vorbei. Und jetzt kommt er vorbei und jetzt muss er ihn reinschießen. Und das macht er fast. Das macht er wirklich gut, Losan. Heute haben wir nichts gesagt. Ja. Gute Annahme. Tempo. Das macht er gut, das macht er gut. Das macht er das richtig stark. Gut. Richtig stark, schnelle Bewegung, schnelle Beine. Aber das hast du die ganze Zeit gesagt. Wenn er Tempo macht, ist er schwer zu verteidigen. Dann ist es einfach schwer. Okay, Jürgen, letzte Chance. Du kannst noch mal ausgleichen, sonst ist es vorbei. Du musst. Tat schlecht. Er weiß, er geht nur links vorbei. Er hat sich jetzt schon ein bisschen vertrimmelt. Nein, ja. Spaß. Nein, das ist, den wird er nicht holen. Weil jetzt muss er ins Technische gehen. Vorbei. Er holt sich nochmal. Ich dachte, das wäre, er hätte ihn schon. Er muss ihn sauber rausspielen, nochmal für die Zuschauer. Jetzt ist vorbei. Losan gewinnt das Ding. Verdient aber. Verdient. Verdient. Ich dachte, da wäre es schon vorbei, aber als Jürgen das Tempo verloren hat, war es schon vorbei. Ich habe erst im Nachhinein, als ich gemerkt habe, boah, jetzt, ich bin kurz davor zu verlieren, habe ich nochmal richtig stark an mich geglaubt. Und ja, ist halt Kopfsache. Gott sei Dank habe ich gewonnen. Jetzt noch eine Challenge. Gewinne ich die 2-2. Nichts ist unmöglich, deswegen war auf jeden Fall von beiden sehr anstrengend. Sowohl offensiv als defensiv. So, Freunde, es wird nochmal spannend. Das ist genau das, was die Zuschauer sich wünschen und was wir uns, glaube ich, auch wünschen. Es steht 2-1. Somit kriegen wir unsere vierte Challenge und das ist die Powershot-Challenge mit der Ballschussmaschine. Habt ihr schon vielleicht in der einen oder anderen Feinde-Pro-Folge gesehen? Die Ballschussmaschine spielt den Ball relativ flach und sanft und der Angreifer muss einmal mit Power direkt aufs Tor schießen, ums Hütchen herumlaufen und den nächsten Ball aufs Tor jagen. Insgesamt 5 Versuche. Wer häufiger trifft, gewinnt. Wenn Losan diese Challenge gewinnt, gehen wir ins Elfmeterschießen, weil dann steht es nämlich 2-2. Dann kriegt jeder 3 Elfmeter, dann wird das ganze Ding hier, der Dragon Ball, entschieden, wer ihn bekommt, übers Elfmeterschießen. Wenn aber wiederum Jürgen gewinnt, ist das Ding zu und damit gewinnt Jürgen den ersten Dragon Ball. Deshalb viel Spaß jetzt erstmal mit der Powershot Challenge. Der Jürgen fängt an. Okay, gerne. Bin ich gespannt. Boah. Das war direkt gut, ey. Mal, der trifft gut. Den macht er. Das war mit Ansage, dass er den reinmacht. Du musst halt jetzt gleich was ganz Besonderes machen. Ja, so ist der natürlich auch. Shit. Wie viel hat der? 2 hat er gemacht, 2 Minus. Boah. Der pusht sich auch. Wobei. Boah, 3 Dinger. 3 Dinger. Das ist aber die Haut, der Bauch. Wie knackelt er da rein? Losan, wenn du ready bist, du musst. Ey, Bruder. Schwer. Ich schwaff alles. Du musst ja schon fast. Den macht er, richtig gut. Warte, warte. Den macht er richtig gut. Jetzt muss er die letzten beiden machen zum Ausgleich. Und noch 2. Jetzt muss er beide machen zum Ausgleich. Okay, den letzten zum Ausgleich. Warte. Den letzten zum Ausgleich. Jetzt oder nie, Losan? Warte, der Torwart steht doch nicht mal. Jawohl! Geile Jay, hast mich gefickt, ja. War doch spannend. War am Ende noch sehr, sehr spannend. Also, er hat auf jeden Fall verdient gewonnen. War auf jeden Fall auf einer Seite auch auf Augenhöhe. Ich bin gerade richtig auf 180. Richtig sauer auf mich selber, richtig enttäuscht. Hätte ich einen noch gerade reingemacht, würde es zum Elfmeterschießen kommen, dann wäre 50-50. Ja, egal, das Leben geht weiter. Hat der verdient, hat der souverän gemacht. Ich glaube, die Sauna klubiert nicht. Aber ist egal. Scheiße. So, Freunde, heute haben wir den ersten Gewinner des neuen Formats hier neben mir, Jürgen. Glückwunsch dazu. Dankeschön. Du darfst dir auch hier erstmal den Dragon Ball Nummer 1, das ist die Nummer 1, den Stern Nummer 1 raussuchen. Der ist quasi 1000 Euro schon mal wert. Wenn du alle 7, die er spielst, ist quasi dein Ticket für die 7000 Euro eingelöst. Das sieht schon schmackhaft aus. Der bleibt auch bei dir. Losan, für dich hat es heute nicht gereicht. Ach, alles gut, auf jeden Fall. Vielleicht wollen die Zuschauer da draußen Losan im anderen Duell noch sehen. Ich glaube, ready bist du. Ja, auf jeden Fall. Wenn ihr sehen wollt, kommentiert bei Dians YouTube-Kanal. Und auf jeden Fall Glückwunsch an Jürgen. War da sehr stark gemacht. Sehr, sehr gut gemacht. War auf jeden Fall sehr anstrengend, war ein guter Gegner. War auch gut für mich, weißt du, konnte ich mich ein bisschen messen mit dem. Und ja. Das entscheiden die Zuschauer wie immer. Gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr Losan noch mal in einem
anderen Duell sehen wollt. Bei Jürgen geht es darum, jetzt sich einen weiteren Dragon Ball zu erspielen gegen den nächsten Gewinner des Formats. Ihr werdet mit Sicherheit die nächsten Tage noch weitere Gewinner sehen und könnt dann auch gerne kommentieren, gegen wen Jürgen antreten soll, um seine Sammlung zu vervollständigen. Genau. Ich hoffe, euch gefällt das Format. Mir macht es unheimlich viel Spaß, muss ich sagen. Ist, glaube ich, ein ganz cooles Konzept. Abonniert den Kanal, um einfach die weiteren Duelle und vor allem das Finale nicht zu verpassen, wer am Ende die 7.000 Euro bekommt. Checkt gerne die Glocke ab, also einmal die Glocke aktivieren, den Kanal folgen und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Haut rein, ciao, ciao.